soll's, weiter geht's. We just got word that Operation Cinder is headed to Naboo. You have to stop it. I think we can handle it. You're wrong. The Empire's changing, and so are its tactics. If that's the case, why not come with us? Help save Naboo. We're not here to join your rebellion. No one's asking you to. This is a one-time deal. You can leave right now, or you can help stop this. You really trust us to fight beside you? What can I say? I'm a big believer in Lando. Come on, I'll show you to your ships. We don't even know how to fly X-Wings. Should be easy for special forces. What's the alternative, Aiden? Dicky X-Wings fliegen sich auch nicht anders als TIE Fighter. So, what's it going to be? Thank you.
ich weiß, wo die ganze Welt herkommt, aber... Naja, trotzdem... Oh Gott... Was ist echt schon... Übrigens, für die, die es interessiert, ich hab inzwischen schon echt viel weiter geschrieben. Ja, in der Original-Fanfiction habe ich ja schon ein... oder mehr so zwei Videos drüber gemacht, aber... Hat schon mal nicht weitergeschrieben. Ja, heute habe ich schon ein paar Seiten fertig geschrieben, aber wieder eine der Szenen, einige der Szenen sind manchmal echt anstrengend. Die Szenen, wo sozusagen Leute involviert sind, die ich sogar direkt kenne, die Geschichten so toll finden, dass sie mit denen vorkommen wollen. Und wenn ich dann irgendwie Szenen mit denen schreibe, sozusagen, muss ich dafür sorgen, dass die Szenen auch gut finden, weil, naja, sie kommen ja in den Szenen vor, dass ihre Charaktere nichts machen, was sie im echten Leben nicht machen können. Oder dass sie sich halt nicht offended fühlen. Das ist ja das immer ein bisschen. Viel Denkarbeit. Vor allem, wenn man es halt noch nach dem Schultag macht. Looking at the same burning star destroyer? Imperial protocol is to jump away to a safe location. Those ships are headed straight for Theed. They're gonna attack the city. Everyone get to Theed as quickly as you can. We may have the means to stop this. Jawohl. Theed, königlicher Palast. Oh mein Gott, jetzt kämpfen wir in der imperialen Ära auf Theed. Leia. Okay, sind alle schon biscuit, das ist schon ordentlich nach. Wieso 6? Wir sehen das Leer nicht mehr so viel jung ist. Vielleicht 5 Jahre danach oder sowas. Danger Leader. 4 of us will have to do. Anyone know your way around machines? I do. You're with me. Theed has a defense system. Something we can use to stop the Empire. But the storm has damaged power relays across the city. Until they're repaired, we can't activate anything. Split up. Repair the relays. When you're done, regroup at the palace. Got it? Yeah. Oh mein Gott, jetzt spielen wir als Leia. Something that'll stop the Empire. What's your name, soldier? Delmika. Del, Imperial reinforcements are converging on this sector. Oh mein Gott, das ist... But I need you to reactivate the relay. Wieder vor wie in der Beta. Okay, ich hab Leia
ist knapp. Leia konnte Nabu nicht retten. Ja. Kein Wunder, ihre Knarre funktioniert irgendwie. Was zum Henker? Ja. Okay. Ja, Leia geht jetzt mit ihrer. Ah, okay, jetzt. Secure the area. We need this location safe. Ah, das ist so eine. Die hat so einen Sekundärfeuermodus, die Knarre von Leia. Kein Zielmodus. Aggressive Wandlung. Aggressive Wandlung. Oh, Leia ähnelt ihrer Mutter. Finde ich, sie hätten hier keinen anderen hin tun können, außer Leia. Der sich sozusagen um Nabu sorgt. Selbst Luke wäre hier irgendwie fehl am Platz. Weil Luke ja immer mehr. Luke ist seinem Vater immer ähnlicher. Und Leia ist ihrer Mutter ja immer ähnlicher gewesen. Schon. She blasted Stormtroopers. Okay, boys. Hi, boys. Ciao, boys. Reinforcements. Don't let your guard down. Oh, verdammt, ey. Als ob Granaten nicht durch diesen Kackschild fliegen können. Diesmal so eine Art richtige Art von Schild. Die Schildfähigkeit durchgeladen, dann funktioniert es mit dem Schild.
ist ja keiner von uns. Das ist ein Charakter, der letztes Mal neben den drei originalen Helden ist. Sorry about that. Good work. On to the next one. Ach, gut gemacht. So, the relays provide power to the entire system. That's right. Until we get the grid functional again, Thede won't be able to stop the Empire. Okay, cool. Dann müssen wir hin. Ich bin mir ziemlich sicher, wir suchen nicht jeden Planeten. Enemy Walker! I need a bomber on my position now! Affirmative, Your Highness. Gotta take cover. Ja, die Bombe haben das Ding weggebaut. Walker down! Woo! That got it! Keep moving! They're coming for us! We've almost got another relay activated. Almost? The thing is basically underwater. I need some time here. I have faith in you, Shriv. I'm glad somebody does. Ja, ja. Drei sterben Stück. Ich finde schön, dass wir jetzt wieder einfach nur durch die Gegend laufen und Stück rumgehen. So wie es damals schon immer funktioniert hat. So haben die Original. Sonst hat alles in den Originalteilen funktioniert. Durch die Gegend laufen, Sturmtruppen anknallen. Und dabei wirklich nicht drauf gehen. So hat es damals in den Originalteilen funktioniert. Im Prequels war es so: den Druiden heftig aus dem Maul geben, einfach den Druiden wegschnitzen. Princess, bad news. I'm pinned down by a scout walker. We can't make it back to your position. Keep them busy and stay alive. You'll be safe once we set off the ion pulse. Copy that, Princess. Ach, mehr Truppen. Sterbt, Sturmtruppe. Sturmtruppe, sterbt. Echt erschreckt, dass sie sich alle nicht mehr weiß enttäuschen können. Ja, Dao, du schaffst das schon irgendwie. Also ich meine, ich find's gut, dass sie uns das doch sozusagen auf alte Lieblinge treffen lassen. Was sie nicht wissen, ist ja, dass Dao eine Art von Freund von Lukas aus für mich so gut, wenn sie sich nochmal wieder treffen. Für die neue Republik kämpfen. Als Aktivisten oder Vertreter oder als Minister oder sonst was. Shriv, what's your status? Relay is online. Great. Everyone to the palace. Dell's going to get inside and detonate an ion. Okay, cool. Excuse me? The Queen took precautions before the Clone War to keep Naboo safe from future invasions. An ion pulse that would disable any threat outside the palace. Not if we're in the palace. Imperial forces are headed for the palace. Hold the line as long as you can. Frontlinie verteidigen, alles klar. Ich find's cool, dass Leia einfach so die Badass Fighterin ist. Sie geht einfach. Von ihr, ich meine, okay, Leia besitzt die Macht. Sie ist eine Skywalker, ja? Sie hat zu diesem Zeitpunkt kaum eine Ahnung, wie sie die Macht nutzen soll. Nutzt sie nur instinktiv, um zu wissen, ob es aufs Leuten gut geht, die wichtig sind und sowas. Leia hat nie aktiv versucht,
sozusagen stärker mit der Macht verbunden zu werden. Ja? Das ist nur effektiv, um zu wissen, ob ihre Leute okay sind und sowas. Ich meine, das ist auch echt cool, aber dafür ist sie halt trotzdem, sozusagen, kämpft sie an der Front. Geht an die Frontlinie und schießt auf Sturmtruppen. Mit Blasterpistolen. So ähnlich wie einen. Das sind ganz normale Menschen, die einfach den Mumm haben, nach vorne zu gehen und auf die Bösen einzuknüppeln. Und ja, der ist draufgegangen. Verbleibende Verbündete, ganz, ganz viele. Ja, ja, okay. Hier. Ja, dann bekommen wir erstmal ein Schild. Okay. Einsetzt hier Rückzug, achso. Okay, Rückzug ist rückwärts. Working on it. Security protocols are surprisingly complex and outdated. We'll buy the time. It won't be much. Don't worry, Princess. It'll be enough. Zack, 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 zack. Geh drauf, Imperiale. Zack. Also ich find's gut, dass Leia so viel über Naboo weiß, aber woher? Ich meine, als ob Leia wusste, wer ihre Mutter war. Good, because we're running out of places to take cover. Delph, now would be a very good time. I'm ready, Your Highness. We've got too many troopers on our position. This worker is too much. Beginning detonation sequence. Jawohl, Delph. Get inside the palace. Nee, Palast zurückziehen. Wir sind im Palast. Ha! Jetzt sind die Sturmtruppen nur Trottel und Rüstungen. Hochadel. Oh. Okay, die geben auf. Das sind klug. Ich glaube, wir haben gerade gewonnen. Hello, Your Highness. Good work out there. But I'd expect nothing less from Inferno Squad. So you've spoken to General Calrissian. You've done a lot of damage to this alliance. Yes, we have, ma'am. And there's no excuse for it. Watching you fight today, it's clear you're not just running from the Empire. This means something to you. It does. We've been fighting our whole lives. It's taken us too long to realize that we were fighting for the wrong side. This war is far from over. We would like to help you, if you'll let us. People like you are the reason hope can prevail. Hope is the reason we're going to win. Welcome to the new Republic. Neue Republik. Thank you, ma'am. Ihr habt gerade die neue Republik gegründet. Leute, die haben gerade die neue Republik gegründet. Monate später. Okay, die Schiffe haben sich leicht verändert. Okay, eure Klamotten sind immer noch. Senator Organa, it's been a while. Building a Republic is easy work. So is chasing after an Imperial fleet. It's about to get busier, Commander. I need a favor. One of our generals has gone missing. I tracked him to Takodana, but he isn't answering his call. I need you to find Han Solo. Oh mein Gott. Han! Wir treffen auf bloody Han Solo. Müsste Leia nicht irgendwie demnächst schwanger werden? Oh mein Gott, Leia müsste demnächst schwanger werden.
Han Solo. Das ist Beastar, oder? Nee, gleiche Spezies. Kann das nicht sein, der stirbt in Rogue One. Beastar. Hey Maz, pour me another Park Kellen sling. Not until you pay for the last one. Come on, you know I'm good for it. I don't know that you're good for anything. Where's my Wookiee? Chewie's working on the Falcon. Long-range communicator took a hit back on Jomar. You never bring him around anymore. You make him nervous. You two are up to something. Spit it out. You know all business goes through me. I'm meeting an Imperial turncoat. Says he can help us free the Wookiees back on Kashyyyk. You seen him? I swear, if you bring the Empire to my doorstep... You know I always cover my tracks. Come on now, help me out. That's so fair. I don't know your man, but it is late. And you may find that this crowd is... talkative. Ist der imperiale Verräter. Thanks, Maz. I owe you one. You owe me more than that, Han Solo. And don't you forget it. Maz hat sich kein bisschen verändert. Okay, jetzt spielen wir Han Solo. Informationen über Paldora sammeln. Okay, cool. Hi. Okay, what the hell? Ich verstehe kein Wort, ehrlich. Das ist Mars Castle. Warte, das Lichtschwert muss schon hier sein, ne? Als ob das bloody Lichtschwert immer die ganze Zeit hier war und Han hier uns nicht gefunden hat. Muss hier irgendwelche Knöpfe drücken? Aha, hier sieht noch was aus. Roddy, good to see you. Listen, pal, I'm looking for a friend named Paldora. You know him? After you left me stranded during the Zerka job? Not a chance. Come on, it all worked out. Must have, because here you are. Back off. Find your Paldora on your own. You two can talk about your stupid beards. So he's a bearded guy. Got it. Ha, I'm here. Okay, you're talking yourself. Warte, können wir nach unten gehen? Alter, hier unten ist das Lichtschwert. Können wir das Lichtschwert angucken? Hey, Mr. Paldora. Long time no see. My Wookiee pal was just asking about you. You must be confusing me with that insufferable man upstairs. My mistake. Okay, warte. Hier hinten ist das Lichtschwert drin. Da drinnen ist das Lichtschwert. Wieso geht wieder nicht an, das wäre ein cooles Easter Egg. Okay. Er hat einen Bart und er ist oben. Bart und oben. Scheint aber nicht der richtige zu sein, weil kein Gras da ist. Kreislich Gras. You know, you look just like a friend of mine, name of Paldora.
You think I look like that idiot drinking Marinzane gold? He can afford to drink Marinzane gold? Must be nice, right? Marinzane gold trinkt, okay. War doch der Typ da hinten, oder? Yep. Ich hatte recht. Han Solo! I'm Imperial Specialist Ralsius Paldora. It is a pleasure to finally meet you. Shh, you want to keep it down? Oh, right, right. Because we're meeting incognito. Come on, we need to get you out of here. Off we go then. Paldora hier rausschaffen. Und Han. I have the information you asked for. Not on me, of course. I've hidden two data cubes in the woods. For safety. You've gotta be kidding me. The first one has a Imperial shipping post, fueling location hidden armaments. It's all for the Republic, in exchange for safe passage and asylum. What about your Kashyyyk intelligence? It's in a separate location. Trust me, I have everything you need to free the world. Und jetzt rennt er irgendwie in einen rein oder sowas, wenn er den rauskriegt. Oddly enough, most statisticians are killed by apprentice statisticians. Oh dear. Friends of yours? I assume this is your fault? Usually is. Das ist aber, glaube ich, Harrison's fault. That's my number one rule, Solo. No fighting. Come on. We gotta move. We gotta move. I stashed the first data cube at a generator just ahead. I think. Okay. You really couldn't bring the intel with you, huh? Mr. Soap, I'm a covert agent, Mac. Stormtroopers, stay quiet. We gotta take them out. Yeah. Stay quiet. Worked. Very well. Great. Huch. Regeneration. Regeneriere, regeneriere, regeneriere. Okay, hier müssen ja noch mehr Sturmtruppen sein. Ah, hey! Okay, cool. Das ist die Han Solo-Musik. Okay, Han Solo hatte Pech auf Dagodana. Okay. Ja. Okay, Han Solo wirft eine Haftgranate. Oh Gott, die Fähigkeiten sind scheiße. Ernsthaft. Wir müssen mal mit den neuen verbesserten Fähigkeiten von Rey spielen. Mach ich, glaube ich, nach der Mission noch. Okay, ja, da kann ich nachgucken. Für einige Sekunden schnell feiern, Stumpf. Dadurch Schaden, okay. Stormtroopers, stay quiet. We gotta take them out. Okay. No, no, you do. Mein Blaster ist nur Show. Ich kann gar nicht schießen. Du bist der schlechteste Digger in der Gant. Ever. Oh. Ich muss nur noch dazu kriegen, dass sie unten vorbeilatschen. Ah, und ich wette, dann leiten wir sozusagen mit dem Angriff auf Kashyyyk und dann können wir den Angriff auf Kashyyyk. Also ich muss sagen, Aiden ist zwar jetzt aber ein guter, aber so viel sympathischer kommt sie mir doch nicht rüber. Der D44 von Han Solo. Selbst ein Arschshot sollte die Instant killen. Ein Sturmtruppen. Rüstung halten nicht aus. I can watch, but I can't stop watching. Das ist ein typischer Satz. Das ist das What the fuck.
Wo sind denn Sturmtruppen? Und sie müssen sich vor 10 Trefferquote haben? Hä? Was? Nein. Die Sturmtruppen haben viel weniger Trefferquote. Infos für die Republik finden. Ach, stimmt ja, wir arbeiten ja jetzt für die Republik. Mal wieder. Für eine kurze Zeit. Ja, ja. Ah, hi. Okay, Bob. Ja, ja. Keine offenen Gefechte. Das ist kein guter Han Solo. Okay, wohin? Den hübschen Schrein finden? Da hinten. You must have good intel if they're sending this many troopers after you. The Empire is in worse shape than anyone realizes. They're terrified the Republic will find out. The fleet is burning more fuel flying away from your attacks than it can resupply. Okay. Also schon mal ist das Imperium gerade echt nicht dran zu diesem Zeitpunkt. That's all great, but what about Kashyyyk? Are you sure your information can help the Wookiees? It will get you on the planet. But what does the I'll just be over here. Ja, du bist nicht den Ausländer kapiert. Ja, das ist ein Initiativ, damit ich es hier. Komm schon, Han Solo rüberhüpfen. Weil Han Solo kann über Mauern klettern. Ist ein Versio vollkommen überlegen. In jeglicher Hinsicht. Wecker muss viel leben wie sie, kann aber viel besser ballern. Ich meine, okay, machen wir jetzt hier immer so die Rundschau der Helden oder sowas? Im Story Mode? Wo sind noch mehr Sturmtruppen? Ich sehe keine Sturmtruppen mehr. Sturmtruppie. Sturmtruppie, es kommt raus, los. Now, where did I leave that Wookiee intel? I'll find it. Ja, ich finde das schon. Ah, hier. Zack, zack, zack. Ich finde es gut, dass Han Solo einen Bart hat. Found it. Reinforcements, get down! Imperiale Verstärkung oder Rebellen? Bitte die republikanische Verstärkung. Imperiale Verstärkung. Würde ich sagen, okay, hi. Bum, 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 bum. So, die paar Sturmtruppen. Man garantiert nicht die gesamte Verstärkung ein, das ist noch ein Fünfter. Yes. That should help get you onto the Wookiee planet. Now, to your famous Falcon. You know the Falcon? Yeah. On average, I'd say 2.2 of every 300 Imperials knows the Millennium Falcon. Den rasenden Millennium Falcon. Okay, das ist eine Anspielung auf die miesen Übersetzungen im Deutschen. Weil er im Englischen Millennium Falcon heißt. Und im Deutschen rasender Falcon. Glaube ich zumindest. Ich habe ja nicht gehört, was er im Englischen gesagt hat. Da hinten ist noch ein Imperialer. Der Hando schießt gerade wie so ein Imperialer. Huch! Gott, wieso treffen diese Imperialen? Oh, da hinten ist Chewbacca. Da steht Chewbacca-Elfen. So Leute, bin ich auf Dakotan, ja. Kein Wunder. Gott, das ist so anstrengend, ey. Meine Stimme tut so weh. Ja, jetzt kommt Verstärkung.
Alright. That should help get you onto the Wookiee planet. Now, to your famous Falcon. You know the Falcon? Yeah. On average, I'd say 2.2 of every 300 Imperials knows the Millennium Falcon. Okay, das ist tatsächlich ein deutscher Übersetzer. Übersetzungsgag, den rasenden Millennium Falcon. Okay, das ist tatsächlich ein Übersetzungsgag für Deutsche. Tatsächlich ein deutsches Übersetzungsgag. Okay, das finde ich cool. Das finde ich cool. Ich habe die deutsche Synchro von Aiden gefällt mir nicht. Wenn sie jetzt natürlich Leia, Luke und Han und so weiter, wenn die alle ihre Original-Synchronsprecher haben. Oh Gott, meine Stimme klingt inzwischen garantiert so. Ohrenkrebs. Wenn ich die Stimme nicht mehr aushätte, dann guckt das Let's Play dann irgendwann anders. Ja, 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 heilen, 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 heilen. Die Parts werden echt lang inzwischen, ich weiß. Keine Sorge, die Parts werden nicht mehr so lang sein. Chewie! Wo ist jetzt aber Aiden? Ist Aiden jetzt unseren Deck aufräumen oder treffen wir sie im Orbit? Das ist ja natürlich cool, wenn wir sie im Orbit treffen. Und im Story-Modus mit dem... Guck mal. Da kommt das Ding her. Das ist der Langstreckentransmitter. Hat Han gesagt, der ist ausgefallen. Da kommt der neue Langstreckentransmitter her. Der viereckige. Ja, heute ist nicht mein Glückstag. Sag mal, wo bleibt Aiden? Ah, Rebellenjäger! Aiden ist da. Ich sehe X-Wings. Aiden ist angekommen. Das ist kein Zufall. Okay, 4. Sie ist wieder Senator Organa. Schlimmer kann es gar nicht werden. Chewbacca lacht. Oh, das ist gut. Was kennt jetzt auch. Oder vielleicht war Leia schon schwanger. Das wäre jetzt natürlich. Und der kleine Ben Solo ist ein Baby und unschuldig und noch nicht zu Kylo. Die Millennium Falken fliegen, oh mein Gott, ja, bitte. Bitte. Millennium Falken fliegen. Aber erst später, im nächsten Part. Gibt es am Ende nochmal, am Ende der Aufnahmesession nochmal schönes Rey-Gefeite. Ja. Wir fliegen den Falken. I don't care if Maz is on the comm. I don't want to talk to her right now. Han Solo. Hey, Maz. I always cover my tracks. That's what you said. Now there are ships over my lake. I can explain. Don't explain. Just clean this mess. Don't explain. Just clean this mess. I would never blame you, Chewbacca. I could never blame you, Chewbacca. Okay, warte, was? Als ob der Falke einfach da landet. Fire on that cruiser. You with us? Yeah, let's put him in the bottom of the lake. Oh,
Maz won't like that at all. Maz. Ja, den Nachbarn erstmal integrieren. Ich finde schön, dass der Falke immer so starke Schilder hat. Einfach vollkommen drauf scheißen kann, dass ich hier ständig von irgendwelchen. Oh. Ups. Ich bin aus Versehen in den imperialen Kreuzer reingeflogen. Es ist eher kontraproduktiv, in den imperialen Kreuzer reingeflogen. Schrief! Han Solo! Hey, Maz! I always cover my tracks. That's what you said. Now there are ships over my lake. I can explain. Don't explain. Just clean. Don't explain. Just clean the mess. I would never blame you, Chewbacca. I could never blame you, Chewbacca. Das ist nicht schön. General, we're focusing fire on that cruiser. You with us? Yeah, let's put him in the bottom of the lake. Oh, Maz won't like that at all. Keine imperialen Kreuzer auf den Boden des Sees bringen? Nein. Würde Maz nicht mögen? Warte. Er seinen Nachbarn aktivieren. Inferno Squad! Form up on me! Enemy Starfighter headed for General Solo! I see him! Proton! Ah, Schlief ist jetzt Teil des Inferno Squads. Finde ich irgendwie cool. Doppelte Stoßraketen. Spezialmodifikation, okay. Ganz Spezialmodifikation einfach. So, 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 so. Chewie, get him up. No, wait, I'll behave. No, no, ich werde schon schießen. Zack, kabums. Ja, ja, meine Stimme ist schon echt. Echt rau und hinüber. Oh Gott. I see a tie near the castle. Del, take him out. I'm on it. Destroy, destroy, destroy. Oh Gott. Es wird immer schlimmer. Der Part wird schon wieder echt lang. Meine Stimme klingt immer schrecklicher. So, jetzt muss ich auch mal auf diese ganzen Tays ballern. Kommen die alle her? Du darfst doch bald keine Tays mehr an Bord haben. Jetzt einfach hinter hier alle wegballern. Nein. Never das zu lassen. Einfach jetzt die ganzen Tests wegballern, ey. Ja, ich weiß, ich bin immer so ein Feigen, stellst ein Schiff der gesamten Galaxis und fliege langsam. Okay, noch ein. Ein Fighter. Mensch, noch mehr von den Dingern, ey. Hier, friss die Raketen. Warte, wie sind wir in den fucking Raketen nicht getroffen? Get out of here already! Just get out! Just get out.
shooting, General. Let's get you back to the fleet. Actually, I've got something else in mind. Chewie's sending the coordinates now. Roger that. See you there. Okay, jetzt greifen wir tatsächlich Kashyyyk an. Okay, ich find's cool, dass Inferno Squad zusammen mit Han Solo. Just be sure you do come back. Don't worry. You can't get rid of us that easily. She's all yours, Commander. I'm telling you, Gal, whatever you did, it is droid. It's not right. I just fixed it. You can't blame me if it likes you now. Inferno Squad. Shreve, I haven't seen you since Lando volunteered you for this. How you been? Wonderful, Senator. What's on your mind, Commander? According to Peldora's intel, my father has been running operations on Bespin and Sullust. I'd like your permission to find him and capture him. You don't report to me, Aiden. A fleet command might not approve us undertaking such a personal mission. Ah, well, we can't have an Imperial Admiral out there reinforcing the fleet, can we? I'd appreciate you bringing him in, Commander. Yes, ma'am. And may the Force be with you. Tell, and may the Force be with you. Okay, also ich unterbreche die Sequenzen nicht, aber danach der Sequenz ist echt Schluss mit dem Part. Bespin. Schildstation. We've got searchlights all over the city. Hask will be in the Overseer's Tower on Chinook Station. Better stick to the clouds so they don't spot us. Ja, darum können wir uns im nächsten Part beenden. Ja, bitte. Ich spiele jetzt noch ein bisschen mit Ray und dann war es das auch. Ich muss ja noch den Part hochladen, den ersten, und rendern und so. Und ja, dann würde ich sagen, das war's mit dem Video. Das war auch schon wieder echt richtig lange. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst eine Bewertung da. Möge die Macht mit euch sein und tschüss.